Bianca? Ja? Meinst du, wir haben es übertrieben? Nö. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich darf auch dabei sein. Alles klar. Was soll ich dazu sagen? Ach, Mensch, klasse, jetzt bin ich auch belichtet. Wir haben so viele Süßigkeiten heute gekauft. Nicht mehr normal, denn ich muss zugeben, es war Julians Idee. Was ist schon normal? Die Bianca hat ein neues Instagram-Bild, ist im Supermarkt entstanden. Ich habe es geschossen, ist ultra cool geworden und ganz viele Süßigkeiten sind im Spiel. Würde ich vorbeischauen. Können wir jetzt mal anfangen? Ja, gerne. Was haben wir vor? Wir haben nur XXXXL Süßigkeiten-Pakete gekauft, wie das hier zum Beispiel zeigt, oder das oder das oder das oder das oder das. Und haben hier einen Schokoboden. Julian, was machst du da? Nein, das ist Schokolade, jetzt lass das. Ach cool, Schokolade von wann? Ja. 1812 oder was? Das geht halt nicht mehr ab jetzt. Lasst den Schokobrunnen rüber. Also, ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal, indem wir die Schokolade in den Schokoladenbrunnen fließen lassen. Und dann werden wir alle Süßigkeiten, die ihr sehen, die ihr hier seht, in den Schokobrunnen halten und essen und probieren. Und ich habe mir was überlegt. Nein, warte, ich habe mir was überlegt. Und zwar dachte ich mir, Süßigkeiten unter Schokolade halten ist übertriebener Foodporn. Und ich glaube, das wird ziemlich geil schmecken gleich, bei den meisten Dingen auf jeden Fall. Aber was wäre, wenn wir mal den Schokobrunnen auspacken und da herzhafte Speisen drunter ist halten? Das ist super eklig. Wie zum Beispiel ein Stück Käse oder so. Und da könnte man ein lustiges Video draus machen. So ein bisschen Smoothie-Challenge-artig, aber halt. Weißt du was? Dann müssten wir nicht nur herzhafte Sachen, das wäre dann das ganze Video lang eklig. Dann müssten so 10 gute und 10 schlechte Sachen. Ja, wieder. Das heißt, entweder musst du dir, keine Ahnung, sag irgendwas Ekliges. Käse. Was, Käse mit Schokolade geht ja noch fast klar. Ah, nein. Oder? Das machen wir ab 200.000 Daumen hoch. Komm, wir müssen jetzt erstmal starten. Aber bei 200.000 Daumen nach oben machen wir das. Nein! Oh nein, ich habe so doll drauf geschlagen, dass es gerissen ist. Nein, das ist mir eben schon runtergefallen. Echt? Ja. Boah, ich hätte es jetzt so hart einfach auf die Schiene. Guck mal, Leute. Das ist feine Schokolade hier. Von 1895. Das ist aber dann wahrscheinlich verschimmelt. Weil gute Schokolade. Mhm. Es schmilzt schon. Ja, es schmilzt echt schon. Soll ich euch sagen, was nach dem Video mit den Süßigkeiten passiert? Soll ich erzählen? Da werden die einbarrikadiert und wenn Gäste, Bianca macht immer so eine arschige Agro-Nummer, wenn die Gäste kommen, dann packt die aus. So von wegen, ihr könnt fett werden, ich nicht. Leute, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde später, ich glaube sogar noch länger, wir haben jetzt 1,5 Kilo Schokolade geschmolzen und da reingetan und wie ihr seht, funktioniert der Schokoboden einfach nicht richtig. Sagt einfach, es ist kaputt, du bist nach Hause gefahren, hast jetzt einen neuen geholt. Jetzt können wir die ganze Schokolade umschütten. Der Schokobrunnen läuft! Ja, meine erste Süßigkeit, auf die ich die ganze Zeit schon gewartet habe, auch. Die Erdbeeren? Nein. Was denn? Die hier? Ja! Kennt ihr die? Boah, wer kennt die nicht? Also Sinn des Lebens ist jetzt, dass wir alles mit Schoki überziehen. Ja. Hab ich recht? 3, 2, 1, miau. Oh, geil. Mein UFO ist voller Schokolade. Oh mein Gott, ist das geil. 3, 2, 1 und... Kombi ist gut, Mit der Brause ist irgendwie ein bisschen. Aber geht mit klar. Mit Schokolade schmeckt halt irgendwie alles gut. Danke schon. Du willst auch. Was verteilen wir für einen Geschmackspunkt? Wie benoten wir denn? 10 ist so geil, dass du am liebsten dir eine ganze Badewanne damit füllen würdest und dich da durchfressen würdest. Okay. Und 1 ist so ekelhaft. Dann würde ich eine solide 6 geben. Ne, ich würde eine 4 geben. Echt? Ich fand's nicht geil. Aber ich glaube, das ist das Geilste. Oh, ich hasse Bananen. Für dich? Künstlicher Bananengeschmack ist ja wohl mal das widerlichste. Geilste überhaupt. Okay. Ey, das. Warte! Es wird alles weg bei uns. Ich sag's euch. 3, 2, 1. Mega. Boah, wie ekelhaft. Mega. Bah. Ich gebe eine 8. 8,5. 2 von mir. Echt? Ja. Dann würde ich jetzt gerne hiermit weitermachen. Boah, das ey, passt das gar ist nicht. So ein komplettes Kiosk-Ding. Da ist sogar eine Zange dabei. Oh, geil. Oh, geil. Jacke! Was? Oh,
mit Schokolade. Ich habe viel zu viel Schokolade dran. Oh, Scheiße. 3, 2, 1. Ja, lass mich doch hier bouncen. Geht irgendwie gar nicht klar. Nee, das ist echt nicht so geil. Nee, das passt gar nicht zusammen. Das ist Schokolade am Zahn. Nee, ey, dass ich gerade eine Schokolade gegessen habe. Ich gebe eine 3 von mir. Also ich würde sagen... Ja, dann lass dir bis morgen Zeit und dann ruf mich an, ja? Darf ich meine Zunge mal reinhalten? Ja, aber nur wenn ich auch darf. Deine ganzen Haare sind voller Schokolade. Was soll ich machen? Und ich werde mir nämlich jetzt die Schokobons aussuchen. Oh, krasser geht's ja nicht. Junge, Schokobons mit Schokolade, was sieht das? Das ist aber fein. Ja, das ist aber fein. Ja, übertreib halt komplett. 3. Ja, warte. 2. Nein. Ah, oh, das ist ja viel cooler. Ich hab so eine blöde Apfelzange. 3, 2, 1 und wegbouncen. Das ist die 10 von 10. Ja. Ich würde schon fast behaupten, die Schokolade passt zur Schokolade. Ich möchte das. Boah, Junge, das ist ein gesalzenes Chips. Lecker. Nein! Aber die sind Natur. Ich habe extra Naturchips ausgewählt. Oha, aber schreib. Ich würde schon fast sagen, das salzig passt fast schon ein bisschen, aber... Ey, das ist, als ob man Nutella auf Brot macht. Das ist schon nicht schlecht, was wir alles haben. Mir schlecht. Ja, mir auch. Okay, darf ich was aussuchen? Wir haben noch so viel. Mhm. Oh, ich muss kotzen. Nee, nicht kotzen. Jetzt würde kotzen in den Schokobrunnen, dann kommt... Grüße an all die Leute, die gerade frühstücken oder so. Eine klitzekleine Erdbeere. Das okay, sind Marshmallow. Riesen-Marshmallow-Erdbeeren. 3, 2, 1. Oh. 10. Sofort 10. Boah, ist das fett, Alter. Ich hab das Gefühl, ich kann gar nichts mehr geifen, weil mir gerade so unfassbar schlecht ist. Ah! Das war aber lecker. Nein, stopp! Nein, stopp! Irgendwie, wenn ich gerade an Schokolade denke, war mir total schlecht. Nein, das geht nicht. Wie jetzt bist du dran? Such dir was aus. Ich will das Video nicht mehr drehen. Was wollen wir jetzt unter die Schokolade dippen? Ja, natürlich. Fruchtkracher. Ey, nein, das wollte ich nicht machen. Ah. Hey, du übertreibst immer. Also ich bin immer voll vorsichtig mit der Schokolade, weil ich immer denke so, wenn es nicht schmeckt. Nee. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Falls ihr das macht, lutscht die Schokolade ab und dann genießt den Kracher. Mein Tipp, den Fruchtkracher. Also, Leute, ich suche mir jetzt einen Hamburger mag aus. Nicht. Echt nicht? Die sind mega. Nee. Kennt ihr die? Diese kleinen Burger. Ah! Julian, schrei doch nicht immer so. Ich weiß, was ich mache. Okay. Ich weiß, was ich mache. Ich nehme jetzt so einen auf Burgersoße und schmier mir das so zwischen drunter. 3. Ja, warte, es flutscht alles auseinander. 3, 1 und go. Das geht echt gar nicht klar. Das ist nicht gut. Nee. Ich liebe diese Teile. Aber das Einzelne schmeckt super, aber manchmal schmecken Kombis einfach so widerlich zusammen. Das ist eine 3. Ich gebe eine 3. Ist dann aber auch eine 2, glaube ich. Boah, sollen wir die immer nehmen? Das ist eine Riesendär. Da müssen wir eins teilen. Definitiv nein. Leute, diese Packung hier hat XXL-Raupen, ja? Das sind also XXL-Süßigkeiten. In der XXL-Schachtel. In einem XXXL-Video. Du wirst das so romantisch essen, so. 3, 2, 1. Mhm. Konsistenz wie der Burger. Gib eine 6 von mir, eine 5 von mir. Boah, ich will die mir jetzt nicht versauen. Bibi hat eben im Supermarkt die Packung illegalerweise aufgemacht, um damit ein Foto für Instagram zu machen. Richtig, könnt ihr euch jetzt angucken. Das macht diesen einzigartigen Geschmack kaputt. Ich find's nicht gut. Ich find's einfach nicht, ist nicht cool. Wir haben hauptsächlich einfach nur Brause und Gummizeug gekauft. Der andere Geschmack setzt sich gerade durch. Ich gebe nur 5. Was machst du da? Julian, nein. Hör auf, bitte! Ich würde sagen, das hier sind eigentlich die letzten, die wir haben, ne? Kann ich mehr. Okay, sollen wir die mal kurz reinhalten? Juhu! Was gibst du? Eine 4?
Geht klar, aber es ist nicht geil, ne? Aua, jetzt zieh doch nicht so, jetzt komm wieder. Kannst du uns kurz festhalten? Bist du meine Freundin? Danke. Ja, sehr schön. Mirk hat ein Armband gemacht. Nee, nee. Guck mal, wie schön das aussieht. Es ist zu dick. Sieben. Was gibst du? Sieben. Ich habe auch nur 7 gegeben. Das passt voll irgendwie, ne? Wir sind quasi ein kompletter Kiosk gerade. Plopp. Ufo. Nimm's mal nach Hause. Ja. So Leute, das war's mit dem Video. Ich bin so voll gerade, obwohl ich gar nicht so viel gegessen habe, aber das waren jetzt irgendwie... Boah, Leute, denkt unbedingt an den Daumen nach oben. Wir haben, was haben wir gesagt? Bei 200.000 Daumen nach oben machen wir ja, so ein Schokoroulette, oder? Ja, ja. Dass wir irgendwie so... So herzhafte Sachen und süße Sachen so quasi... Ja, wie bei der Smoothie-Challenge halt, nur halt bei Schokolade. Also, ich verlinke euch Julians Video, das werden wir jetzt gleich drehen. Und zwar möchte er Schleim, Regenbogen. Wenn alles hinhaut. Und mit diesem Regenbogenschleim werde ich die Bibi komplett überziehen. Ja, warte mal, stopp, das wusste ich nicht. Ja, ja, doch. Das, so wie dieser Schokobrunnen mit Schokolade überzogen ist, so wird die Bibi gleich mit Regenbogenschleim überzogen sein. Auf keinen Fall. Julian, bitte tu mir das jetzt nicht an. Hab miteinander. Danke. Au. Thomas! Das schneidest du raus. Nein, das bleibt drin. Das